Hallo meine Lieben, ich bin heute mal so frei, das Video in meinem Bett zu drehen, denn mir ist kalt. Bin hier zugedeckt, aber ich mache gleich Sport, da wird mir warm. Aber ich wollte vorher jetzt auf jeden Fall nochmal ein Video abdrehen. Was heißt nochmal? Seit langem. Das letzte Update, da hatte ich nicht so die große Lust drauf, weil sich bei mir ewig nichts getan hat. Also so gar nichts und auch so eine ganze Weile lang nichts. Ich glaube insgesamt 2 Monate. 2 Monate. Ja, ich glaube 2 Monate gar nicht. Zum Schluss dann sogar ein paar hundert Gramm mehr drauf, aber gut, das ist ja wurscht. Und das fand ich dann nicht so schön. Ja, und Zeit und so, ne, ist ja immer so das Problem. Aber jetzt tut sich wieder was und ich bin sehr happy und sehr zufrieden. Und das aufgrund einer Methode, die ich euch heute gerne mal erklären möchte. Vorneweg, ich habe bei Facebook und Instagram da auch sehr viel Kritik zugekommen. Liebe und nicht so liebe. Aber ich finde die nicht so ganz angebracht, weil... Naja, ich werde es euch erstmal erklären und dann kann ich da nochmal drauf eingehen. Also... Es geht um das Thema Übersäuerung des Körpers. Das ist nicht gut. Es gibt verschiedene Anzeichen, wo man das merken kann. Und manche sagen, es gibt es nicht oder man kann da natürlich dem entgegenwirken. Ich mache es aber so, weil ich arbeite in der Apotheke, ne? Und sitze an der Quelle und... habe jetzt keine Lust mehr, irgendwie massenweise irgendeine Lebensmittel in mich reinzuknallen. Wo ich ja dann gar nicht so die Lust drauf habe, wenn es dann doch konzentriert in solchen fertigen Mittelchen sein kann. Es ist jedem freigestellt, das zu machen oder nicht zu machen. Wenn es den nicht interessiert, dann muss man es nicht gucken. Aber wen es interessiert, der kann ja jetzt zuhören. Also, wir sind auch eine Apotheke mit einer Mikronährstoffkompetenz. Ich bin da jetzt neu reingekommen. Da gibt es mehrere Kollegen, die richtige Schulungen in der Richtung gemacht haben. Und die eine hatte mir das mal erklärt, wie das richtig funktioniert. Ich hatte schon mal, was heißt früher, damals, vor ein paar Jahren, so eine Basika-Sache gemacht, weil ich mich allgemein so ein bisschen schlapp gefühlt habe und immer so schlecht schlafen konnte. Und selbst da hat es mir schon was gebracht. Ich habe es meiner Mutter empfohlen. Ihr hat es was gebracht. Also irgendwie muss es ja funktionieren, ne? Und jetzt hatte mich meine Chefin draufgebracht, weil ich gesagt habe, Mensch, das stagniert hier so lange. Dann musste man eine Entsäuerungskur machen. Und die eine Kollegin hat mir dann erklärt, wie es richtig funktioniert. Also man steigt da erstmal ein mit so einer Magnesium-Kalium-Kur. Die macht man so in der Regel 2 Wochen. Es gibt da in der Apotheke solche Tropfen, Gelumtropfen, das sind Kaliumtropfen. Und dazu ein Magnesiumpräparat, das kann man machen. Und ich hatte halt das hier entdeckt. Ich dachte, ist ja praktisch. Magnesium und Kalium drin. Kenzo, hörst du bitte mal auf? Das stört. Und dann habe ich gesagt, na, dann nehme ich das mal mit. Dann brauche ich mir die teuren Tropfen nicht holen, weil ganz billig sind die nicht. Ich habe das aber im Endeffekt nur ein paar Tage gemacht und wollte dann gleich starten hier mit meinem Badenzeug, weil ich wusste, es hat bei mir auch schon mal ohne dieses Geplänkel vorher funktioniert, aber normalerweise macht man es halt so. Also, wer das dann so 100% richtig machen möchte, das oder Gelumtropfen plus Magnesiumpräparat. Gleich parallel dazu der Darm. Der Darm ist sehr wichtig für viele Befindlichkeiten im Körper. Wenn der Darm nicht gesund ist, ist man selber nicht gesund. Da wird das Immunsystem drüber gesteuert, die Hautbeschaffenheit hängt oft damit zusammen und der Darm wird oft vernachlässigt und der freut sich mal, wenn man ihn mal so wieder ein bisschen ins Gleichgewicht bringt. Und da gibt es so verschiedene Probiotikpräparate, da sind wir auch drauf spezialisiert. Das ist alles Hausmarke von uns. Aber es gibt sicherlich auch in anderen Apotheken. Das sind 12 aktive Bakterienkulturen in Kapselform, eine 30-Tage-Kur. Und Leute, das ist wirklich, wirklich gut. Ich merke das, ja, auf dem Klo. Das
dass das gut funktioniert. Und so wird der Darm gut vorbereitet und mal saniert, sage ich mal. Und ja, das nehme ich 30 Tage lang. Ich glaube, die Hälfte habe ich schon rum. Und wie viel sind hier immer drin? 24. Ah, ungefähr Hälfte. Und ja, das kann man schon parallel zu dieser Magnesium-Kalium-Geschichte anfangen. Und wenn dann das geschafft ist, macht man weiter mit dieser Basica-Einnahme. Also ich sage mal Basica, hier heißt es Basenmineral, es gibt noch Basica-Kompakt. Oder was weiß ich, in Pulver von, je nachdem, was euch da lieb ist. Ich habe jetzt halt die, das sind so Kapseln. Da nehme ich so 6 bis 7 Stück am Tag. Und auch so lange, bis es alle ist. Da sind 210 Stück drin. Kann man sich ja ausrechnen, wie lange ich das nehmen muss. Habe ich jetzt keine Lust zu. Und Leute, ich habe das 1 bis 2 Tage gemacht. Und das Gewicht ging nach unten. Ich habe innerhalb von einer Woche 2 Kilo abgenommen, obwohl ich nichts anders gemacht habe. Das Einzige, was ich anders gemacht habe, war, ich habe mehr Cardio mit eingebracht. Ich habe jetzt öfter wieder Dates mit meinem Cross-Trainer. Ja. Ich habe vorher sehr viel auf Krafttraining mich fokussiert. Klar, da haben sich auch Muskeln aufgebaut, aber das ist noch lange kein Grund, dass 2 Monate stagnieren muss, das Gewicht. Ja, seitdem geht es wieder voran. Ich fühle mich noch nie, lange nicht so happy, zufrieden und gesund gefühlt. Ich bin sportlich total leistungsfähig. Ich merke jedes Mal, ich könnte hier 3 Stunden Sport machen und ich bin immer noch nicht aus der Puste. Wenn ich da an früher denke, wo ich mich abgequält habe, dass ich wenigstens die halbe Stunde auf dem Crosstrainer schaffe. Das ist so heftig. Gestern hatte ich 75 Minuten auf dem Crosstrainer. 21 Kilometer oder sowas, was der da mitgezählt hatte. Und dann hätte ich, wenn es zeitlich hingehauen hat, wollte ich dann eigentlich noch hier meine Workouts, die ich euch letztens gezeigt habe im anderen Video, wollte ich noch so eine 45-Minuten-Workout hinterher knallen. Aber das hätte ich zeitlich nicht geschafft, weil ich es vor meiner Spätschicht gemacht habe. Ich hätte das geschafft. Und ich mache das auch irgendwann, wenn ich mal Urlaub habe, stelle ich mich hier, was weiß ich, ewig lange auf den Crosstrainer und dann mache ich noch mein Krafttraining. Und ist einfach geil. Einfach geil. Und wenn man so leistungsfähig ist, muss man es ja richtig machen. Wenn ich irgendwas falsch machen würde mit meiner Ernährung, dann wäre ich nicht leistungsfähig. Dann würde ich mich schlecht fühlen. Dann würde ich nicht schlafen können. Hätte ich Schwächeanfälle. Ich weiß doch, wie ich mich damals gefühlt habe mit dieser Multaben-Geschichte. Ich bin aufgestanden, mir ist schwarz geworden vor Augen. Ich war einfach total schwach. Ich konnte nicht richtig denken. Das ist alles jetzt nicht. Ich fühle mich so richtig... Wenn ich nicht so aussehe, ich bin ein bisschen blass. Aber es ist, weil ich ewig nicht mehr im Solarium war. Ich bin halt ein sehr blasser Hauttyp. Und damals sind mir die Haare auch ausgegangen, weil ich einfach überhaupt nicht versorgt war mit den ganzen Spuren und Mengenelementen. Was ich hiermit ja jetzt sowieso gewähre, dass ich das ausreichend habe. Ich esse ganz viel Obst, ich esse ganz viel Gemüse, gutes Fleisch, Hähnchen, Fisch. Wenn es nicht richtig wäre, dann würde es mir anders gehen. Ich sag das so, weil, also hier jetzt bei YouTube nicht. Manche, die jetzt nur mich bei YouTube schauen, die werden jetzt sicherlich gar nicht folgen können. Aber mir geht es um Facebook und Instagram, wo ich echt zeitweise überlege, wozu mache ich das hier eigentlich? Wenn, sage ich mal, 80% kritische Stimmen sind, ich weiß auch nicht warum. Ich finde das schade, weil ich bin sehr, sehr glücklich, aktuell, wirklich. Und mir gefällt es halt einfach, sich selber so ein bisschen rauszufordern und zu gucken, was geht. Und sich als Ziel zu setzen, dass man sich in seinem Körper 100% wohlfühlt, was bei mir noch nie der Fall war. Manche sagen, ich bin jetzt dünn genug. Dann sage ich euch dazu, ich lege jetzt hier zum ersten Mal die Fakten auf den Tisch. Das heißt, wie viel ich wiege, das habe ich nie gesagt, weil es mir immer zu viel vorkam. Mein BMI. Und zwar, wo habe ich jetzt, das ist hier bestimmt unter der Bettdecke. Man kann doch nicht sagen, bei jemandem, der... Ach!
Ich suche das Handy. Womit mache ich den Film? Mit dem Handy. Aber ich kann es auswendig. Kenzo, das ist gefährlich. Wenn hier das Stativ um... Schwupps, willst du mal Hallo sagen? Hallo. Hallo, hallo. So, gut. Jetzt muss ich hier wieder die harten Fakten auf den Tisch legen. Wie kann man zu jemandem sagen, der 1,87 ist, ich bin 1,87, 85,8 Kilo wiegt, ein BMI von 24,5 hat, dass er zu dünn ist. Oder dünn genug. Ich kratze ganz leicht an der Grenze, ist ja 25. Über 25 hat man schon leichtes Übergewicht. Ist Bullshit. Ich hatte immer so ein Ziel-BMI, aber da bin ich jetzt schon von ab. Weil BMI ist nicht allaussagend, ne? Es kommen noch Muskeln, wie gesagt, mit ins Spiel, die auch was wiegen. Und wenn ich dann halt viel Muskeln aufbaue, wo ich jetzt eigentlich nicht mehr so drauf hinarbeite, weil ich lieber lange, schlanke Muskeln habe, ich finde es einfach schön. Ich finde es einfach schön, wenn man schlank, gesund ist. Gesund, schlank. Nicht zu dürre. Schlank. Aber gesund. Versteht ihr, was ich meine? Jetzt kein BMI von 18 oder sowas. Das finde ich auch selber nicht schön. Aber halt lange, schlanke Muskeln und schlank. So, finde ich einfach schön. Hat jeder seine Freiheiten, seinen eigenen Geschmack zu haben. Und da möchte ich halt hin. Und ich bin davon aktuell noch sehr weit entfernt. Ich weiß nicht, ob es auf Fotos so rüberkommt oder keine Ahnung. Jedenfalls bin ich noch nicht so dünn und auch nicht dünn. Immer noch nicht. Gut. Naja, jedenfalls hatte ich dann so meine Phasen, wozu ich das eigentlich so mache. Aber es gibt da so ein paar Einzelfälle, wo ich mir sage, ja, wegen dir mache ich das. Kommt dann wieder was ganz Liebes und die mich so ein bisschen unterstützen und mir nicht so Gegenwind geben, sondern eher Rückenwind. Und dann bin ich wieder motiviert und ja, deshalb mache ich jetzt auch mal wieder das Video. Aber ich wollte nochmal sagen, dass es ja jedem freigestellt ist, mir zu folgen. Egal, ob es bei Facebook oder Instagram ist, es sind auch schon welche mir entfolgt, auch bei YouTube und so. Aber da sage ich dann, okay, ja, dann ist es halt so, hat ja in eine andere Richtung auch keinen Zweck, wenn das nicht mehr übereinstimmt, so die Interessen. Sag ich mal, ich kann es verstehen, weil es bei mir ja immer so ein Hin und Her war, ich das zwischenzeitlich verteufelt habe, diese ganze Abnehmgeschichte und so, aber da hatte ich ja schon mal in einem Video was zugesagt und brauche ich jetzt nicht nochmal. Wie gesagt, ich hatte sogar vorhergesehen, dass mich dann einige zwar nicht mehr wohl ernst nehmen und das nicht so ganz verstehen können. Das ist aber in Ordnung für mich. Aber ich möchte jetzt hier mit klipp und klar dann nochmal sagen, dass das mein Ziel ist und ich das weiterhin so mache und ich mich da auch nicht von abbringen lasse. Ich will einfach mal, sag ich mal, in die Form meines Lebens kommen, ja. In eine Form, wo ich mit 16, 17 nicht war und ich gehe jetzt hier auf die 30 zu, so langsam, ne? Ist doch mal ein Ziel und mir macht das Spaß und Freude und mir fällt es nicht schwer und ich bin happy, dass ich endlich eine Methode gefunden habe, die funktioniert und ich gebe diese Erfahrung auch weiter. Warum auch nicht? Weil es in meinen Augen nichts Falsches ist. Ich habe eine ausgewogene Ernährung. Ich habe nichts gegen Nahrungsergänzungsmittel. Das ist eine persönliche Ansichtssache. Gibt es frei verkäuflich, ist nicht verschreibungspflichtig, ist kein Wirkstoff drin, der irgendeine Wirkung hat auf den Körper, keine Drogen oder was weiß ich. Ich hatte auch bei Facebook geschrieben, da finde ich so Präparate, die auch frei verkäuflich sind oder apothekenpflichtig, à la Formuline oder Akiba Calorie Reducer oder was weiß ich, was es gibt, bedenklicher. Weil die binden zwar, sollen zwar so Fett an sich binden, was dann mit sich bringen kann, wenn man zu fettig gegessen hat, dass man schön Fettstuhl hat, das ist ganz toll. Aber die binden nicht nur das Fett an sich, sondern auch die ganzen lebenswichtigen Spurenelemente, Nährstoffe und so weiter. Das wird auch gebunden und ausgeschieden und dann ist der Körper natürlich unterversorgt, also keine Ahnung. Und ob es jetzt groß was bringt, weiß ich nicht. Da finde ich meine Methode schon gesünder. Ja, gut, wollte ich noch was sagen? Nö. Am 1.10. kommt wieder so ein Update zu was ich getan hat.
endlich ja wieder so ein bisschen was. Mal gucken. Ich wollte, glaube ich, noch irgendwas sagen, aber ja, das glaube ich vergessen. Es ist jedenfalls jedem freigestellt und ich überlege auch, ob ich mal die aktuell bestehenden Konten dann lösche und dann ein neues Konto anbiete und mir dann jeder dahin folgen kann, der das noch möchte. Weil es sind ja zum Teil schon recht viele und ich wollte einfach mal so ein bisschen aussortieren, wieder Struktur reinkriegen. Das Thema, die Thematik hat sich ja doch jetzt ein bisschen geändert von Mama sein. Gut, das ist zwar immer noch Thema, aber jetzt geht es mir halt hauptsächlich um diesen Fitness-Lifestyle und Essen und Ernährung. Aber Romy ist da auch immer noch mal zwischendrin mit drin. Aber dass ich einfach mal wieder richtig strukturiere, das neu auslege und dann kann mir da jeder hin folgen, der da noch Interesse dran hat und ich habe mal einen Überblick, wer da noch Interesse dran hat. Ja, sowas. Sowas ist angedacht. Also heute habe ich wieder Spätschicht und jetzt habe ich schon wieder mein Handy gesucht. Ich bin schon vollkommen Mischung, weil man immer sein Handy in Anschlag hat. Aber wenn man damit filmt, ist das natürlich schlecht, ne? Ja, ich glaube, jetzt habe ich alles gesagt, Leute. Ihr könnt mir Kritik äußern, aber auf eine nette Weise bitte. Weil ich mache das ja auch immer auf eine nette Weise eigentlich. Und ja, gut. Hammer's. Hammer's, hammer's. Ich danke euch fürs Zuschauen, ihr Mäuse. Bis zum nächsten Video.